Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt auf ein Dalton-Video. Es ist wieder soweit, ich habe meinen monatlichen Rabattcode von Dalton und ich habe mir gedacht, ich zeige euch ein paar Neuheiten im Shop. Ich zeige euch die Angebote, die aktuellen, die ihr dort findet. Und wir sprechen über Sommerhautpflege, denn das passt ja jetzt aktuell in die Jahreszeit. Auch wenn es draußen gerade bei uns nicht so ist, ich drehe das Video einen Moment vor, denn zu dem Zeitpunkt, wo das Video online geht, möchte ich mir mal eine Woche Urlaub nehmen. Und genau, deshalb drehe ich das Video vor. Und ich habe hier ein bisschen was auch vorbereitet, ein paar neue Produkte. Es sind auch ein paar Produkte wieder neu bei mir eingezogen, die ich nachgeordert habe. Ja, und falls ihr Lust habt und auch 20% sparen wollt, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal und ihr euch für das Thema Beauty interessiert, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Und am Ende dürft ihr mir gerne noch ein Däumchen nach oben da lassen. Ja, Dalton. Wer Dalton noch nicht kennt, das ist eine Hautpflegemarke aus Deutschland und die haben wirklich wunderschöne Produkte. Die sind mit Meeresmineralien und ja, Meeresinhaltsstoffen angereichert, was für unsere Haut besonders gut ist. Und Dalton ist eine Marke, die benutze ich jetzt schon sehr lange und die tut meiner Haut besonders gut. Ich kann es euch immer nur empfehlen, es mal auszuprobieren und genau, vorab möchte ich sagen, alle Produkte, die ich euch jetzt hier zeige, sind für mich und meine Haut gut. Ihr könnt bei Dalton immer den Produktfinder-Fragebogen machen, ihr könnt auch den am Telefon euch beraten lassen, per E-Mail, ihr könnt eine Hautberatung machen lassen, auch aus der Ferne, das funktioniert und dann bekommt ihr für euch die passenden Produkte vorgeschlagen, die für eure Hautbedürfnisse gut sind. Das möchte ich immer noch mal dazu sagen, denn nicht jede Haut ist gleich. Ich habe eine ölige Mischhaut und ich habe meine Produkte mittlerweile gefunden, die gut funktionieren und wenn ihr noch auf der Suche seid nach euren passenden Produkten, kann ich euch empfehlen, da einfach mal wirklich kostenlos diesen Berater zu machen und dann bekommt ihr halt einen Vorschlag, was für eure Haut passen würde und ihr könnt euch dann noch ein Probenset nach Hause bestellen. Das kostet 5,90 Euro, das ist der Versand und das bekommt ihr aber, wenn ihr euch dann was dort bestellt, auch wieder gut geschrieben. Außerdem spart ihr mit meinem Code jetzt gerade für eine Woche 20%, das gilt bis nächsten Sonntag. Einmal im Monat habe ich einen Code ungefähr und da könnt ihr dann immer ein bisschen was sparen, wenn ihr Nachschub braucht oder so. Ich weiß, da warten immer einige drauf, weil genau, das lohnt sich halt mit den 20% dann halt eher dann in diesem Zeitraum zu shoppen. Dalton hat einen richtig guten Kundenservice, also wenn ihr auch Probleme habt oder so, ihr könnt euch jederzeit an Dalton wenden. Die Mädels haben wirklich richtig gutes Know-how, was Skincare angeht. Die wissen, was mit der Haut los ist. Wenn ihr da irgendwelche Probleme mit Produkten habt oder so, wendet euch an Dalton und die helfen euch auf jeden Fall. Mir haben sie sehr gut geholfen, also die haben für mich die perfekte Hautpflegeroutine rausgesucht und das funktioniert bis heute wirklich sehr gut. Ich glaube, 3 Jahre benutze ich Dalton jetzt schon. Und ja, ich bin nach wie vor total begeistert und kann es euch wirklich nur empfehlen. Jetzt hat Dalton ein neues Produkt rausgebracht. Wir haben ja jetzt hier die Ocean Elements Reihe gehabt. Da waren wir ja in Griechenland gewesen und haben da auch eine schöne Einführung in die Produkte bekommen. Mittlerweile konnte ich auch die anderen Produkte schon sehr, sehr ausgiebig testen und finde alles wirklich gut. Von euch habe ich auch Rückmeldungen bekommen, weil das ist die Ocean Elements Reihe ist so ein bisschen eher für die Jüngeren ausgelegt. Es gibt ganz viele Pflegereihen, verschiedene für unterschiedliche Hautbedürfnisse bei Dalton, also nicht nur für Mischhaut, für das, es gibt auch für Kuperose was, es gibt für sensible Haut eine Reihe, die wirklich super gut ist. Und da gibt es jetzt eben die Ocean Elements, die sind ein bisschen so für die Jüngeren. Aber ich habe von euch Rückmeldungen bekommen, dass es auch bei einer älteren Haut sehr gut funktioniert, die Ocean Elements. Und da ist jetzt ein Neuzugang dabei und zwar Skin Balance Soft Focus Gel Cream und die ist ideal für eine ölige Mischhaut. Das ist eine mattierende Gelcreme eben und die ist wundervoll, Leute. Ich habe die ja schon getestet, die ist richtig schön. Die bringt ölige Haut und Mischhaut wieder in Balance und die sieht so aus. Also es ist wirklich eine ultra leichte Gelcreme, die auch so ein bisschen mattierend wirkt. Also das seht ihr hier auch, das ist wirklich wie so eine Gelcreme. Also überhaupt nicht sticky oder sowas, fühlt sich total gut an. Hier ist mit drin. Das kann ich euch gerade mal vorlesen. Plankton, Niacinamid und Zink. Und das ist auch ein Blue Light Schutz, der hier mit drin ist. Und das
Produkt besteht aus 94% natürlichen Inhaltsstoffen. Also ihr habt hier wirklich schöne Inhaltsstoffe auch mit drin. Auch wieder die Inhaltsstoffe aus dem Meer eben, was der Haut gut tut. Und das ist eine schöne Creme, die spendet Feuchtigkeit, mattiert aber gleichzeitig. Also das heißt, wenn ihr jetzt so eine sehr ölige Haut habt, sorgt die Creme dafür im Laufe des Tages als Tagescreme genutzt, dass sie eben nicht so nachölt. Also die ist wirklich ideal. Und ich habe auch gemerkt, bei meiner Haut funktioniert die sehr gut. Ich glaube, das könnte auch eine meiner liebsten Cremes so für jeden Tag werden. Die ist wirklich schön, zieht auch gut weg und hat so einen ganz angenehmen, also die hat einen wirklich ganz angenehmen Duft, riecht so ein bisschen wie frisch gebadet, frisch geduscht. Das ist so einen ganz leichten, wirklich angenehmen Geruch. Die mattiert halt die Haut sofort und auch nachhaltig. Also den Tag über habt ihr da keine Probleme, dass ihr da irgendwie nachölt. Aber trotzdem trocknet sie nicht aus, sondern spendet Feuchtigkeit. Und das Schöne hier an der Creme ist halt, dass auch Niacinamid mit drin ist, was meiner Haut besonders gut tut. Also ich finde Niacinamid nach wie vor für eine ölige Mischhaut wirklich ideal. Sehr schöne Creme, freue ich mich total drüber. Die gibt es ja auch noch, also es gibt verschiedene. Es gibt ja auch noch die normale, die grüne, das ist die Algencreme. Die ist ein bisschen reichhaltiger, das ist eine richtige Creme und das hier ist jetzt eher so eine Gelcreme. So, dann habe ich mal hier aufgemacht und zwar haben wir momentan einen Summer Sale bei Dalton. Es gehen so ein bisschen die alten Verpackungen raus, denn es kommen neue Verpackungen. Das, was ihr euch gewünscht habt, Dalton setzt da wirklich auch die Kundenwünsche um und zwar werden jetzt viele Verpackungen auf Glas gehen. Das ist sehr schön. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht und zwar die Oyster Skin Balance Creme. Das ist jetzt auch eine Creme für mich Haut, die meine Haut auch sehr gut verträgt. Also wenn ihr so ein bisschen im Sommer sagt, ihr ölt wirklich ziemlich sehr, dann ist die Oyster Creme auf jeden Fall eine gute Wahl als Tagescreme. Und da kann ich euch ja auch gerade mal sagen, hier ist nämlich auch, das ist angereichert mit dem tiefen wirksamen Zellumer Meeresextrakt. Das ist bei Dalton ja dieser Meeres, dieser Marineextrakt, der hier eben mit drin ist. Das ist der Anti-Aging-Komplex aus 6 interaktiven Wirkstoffen zur Verjüngung, Versorgung und Schutz der Haut. Hier ist drin Alge, Meerwasser, Kaviar, Plankton, Austern und Muscheln. Zusätzlich angereichert mit einer extra Portion Auster für porenverfeinerndes, mattierendes Erscheinungsbild, besonders geeignet für großporige Haut und Mischhaut. Ja, das ist sehr schön und das hier wäre jetzt eine der neuen Verpackungen. Also eure Wünsche werden wahr. Das ist die Oyster Creme für Mischhaut. Guck mal, was für ein schöner Tiegel. Das ist ein richtig schöner, schwerer Glastiegel. Gefällt mir äußerst gut, liegt schön in der Hand, macht auf jeden Fall viel mehr her wie die Plastiktiegel. Und hier hat man halt einen Plastikdeckel eben. Und hier habt ihr dann die Creme. Könnt ihr dann nochmal oben so auch abnehmen. Das ist wirklich schön gemacht. Und wie gesagt, momentan findet ihr dann halt auch einen Sale jetzt hier im Juli im Dalton Shop. Da bekommt ihr dann eben die alten Produkte, sage ich jetzt mal, die sind so ein bisschen auch runtergesetzt und da könnt ihr dann auch shoppen, weil ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch deshalb, weil die neuen Verpackungen reinkommen, weil Dalton da jetzt drauf umstellen möchte und da könnt ihr dann nochmal ein bisschen ein Schnäppchen machen. Ja, und da habe ich jetzt mir ja nochmal aufgemacht und zwar habe ich hier auch der Dalton 3-Stufen-Plan. Aus Verantwortung und Liebe zu mehr hat Dalton sich halt für diese Nachhaltigkeitsstrategie entschieden. Nachhaltige Verpackungen verringern den Einsatz, wertvolle Ressourcen. Cleane Rezepturen sorgen für einen hohen Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen und klimaschonender Versand spart CO2 ein. Das ist so das, was Dalton anstrebt. Und bei den neuen Packaging setzt Dalton eben auf so wenig Verpackungen wie möglich, recycelte Materialien, nachhaltige Glasverpackungen und umweltschonende Refills. Also das heißt, ihr könnt das dann auch nachfüllen. Das ist sehr schön. Die Tuben bestehen dann aus 38% recyceltem Material. Die Faltschachtel ist aus Papier, klimaneutral. Der Deckel aus Kunststoff, recycelbar. Das Refill Cup ist auch aus Kunststoff und recycelbar. Und der Tiegel aus Glas. Und das ist wirklich schön. Ich kann euch da auch nochmal so einen Link in der Infobox lassen, wenn ihr euch da genau nochmal informieren wollt. Und ich zeige euch das mal. Das ist nämlich richtig schön. Das ist jetzt der Glastiegel, den behaltet ihr dann, der ist auch wirklich sehr schön. Und das hier ist das Refill. Also da könnt ihr euch einfach, wenn ihr euch das nachbestellt, das Refill nachbestellen. Das ist total super. Und das setzt ihr dann halt einfach hier
könnt ihr das wieder reinsetzen und könnt es auch ganz einfach wieder rausnehmen. Das ist einfach wirklich schön für die Umwelt. Es sieht zwar jetzt hier aus, als wäre hier mehr drin, aber das ist halt einfach auch eine optische Sache, dass das halt schön aussieht und auch schön reinpasst. Gefällt mir richtig gut, das neue Design. Ich bin begeistert. Außerdem hat Dalton gerade noch aktuelle Angebote im Shop. Das wollte ich euch auch noch sagen. Also wenn ihr euch jetzt die Sonnencreme zum Beispiel kaufen wollt, dann bekommt ihr, wenn ihr das Face Care Spray noch dabei haben wollt, das bekommt ihr zusammen und dann zahlt ihr für das Face Care Spray 50% weniger. Das sind so Bundles, wo eben halt die Hälfte dann am Preis für das Feuchtigkeitsspray ist. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel auch wenn ihr die Bodycare wollt und das Face Spray, dann, also das müsst ihr euch einfach mal auch angucken. Ich verlinke euch das mal unten drin und dann habt ihr halt das Spray für einen halben Preis. Das Spray ist richtig geil. Ich liebe das, finde das total gut. Das hebe ich mir immer für gut auf. Das drückt immer das Wasser von unten nach oben hoch. Also ihr könnt hier wirklich jeden Tropfen von raussprühen. Das ist total mega, diese Flasche allein. Genau, das lohnt sich total, da mal zu gucken wegen diesen Bundles. Ist auch ideal im Sommer und ich wollte auch so ein bisschen auch was mit reinbringen für das Thema Sommerhautpflege. Also ich kann euch nur empfehlen, auch im Sommer natürlich eure Skincare durchzuführen, auch wenn das für manche ein bisschen unlogisch klingt, weil man schwitzt ja eh im Sommer und so weiter. Aber auch im Sommer braucht die Haut natürlich Feuchtigkeit und da könnt ihr ja ganz einfach vielleicht auch, wenn ihr sagt, ich habe jetzt so eine ölige Haut im Sommer, also wirklich darauf achten, dass ihr eure Haut schön ordentlich reinigt und dann könnt ihr euch ja wie zum Beispiel diese neue Skin Balance Creme einfach auch eine leichtere Gelcreme auftragen, die aber wirklich halt auch Feuchtigkeit spendet. Oder eben diese Oyster Skin Balance Creme, die ist auch ideal für den Sommer, wenn ihr echt dazu neigt, dass ihr so ölig schmierig werdet im Gesicht. Ne? Und dieses Spray eignet sich halt auch wunderbar, um sich zwischendurch mal zu erfrischen. Das könnt ihr euch einfach in den Kühlschrank stellen oder halt auch so. Ich finde es im Kühlschrank ganz nice und dann könnt ihr euch zwischendurch damit benebeln. Das ist sehr, sehr schön, dieses Spray. Auch für den Körper ist es wirklich erfrischend. Das kann ich euch empfehlen. Das gibt es auch nur im Sommer. Und jetzt gibt es noch was ganz Cooles. Und zwar, viele haben ja schon gefragt, als wir in Griechenland waren, Nicole, wann gibt es diese Tasche endlich zu kaufen? Das ist die Summer Bag von Dalton. Die haben wir in Griechenland bekommen. Die hat mich in Griechenland jeden Tag begleitet. Also die war wirklich nützlich gewesen. Ich habe mich total gefreut. Summer steht hier drauf. Die ist sehr schön von der Qualität. Und hier passt einiges rein. Und da haben ganz, ganz viele gefragt. Und da hatte ich vorab dann halt auch schon nachgefragt, ob es diese Tasche irgendwann im Shop geben wird. Ich habe mir leider Flecken reingemacht. Hier und hier. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ist vielleicht im Koffer passiert oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich da schon nachgefragt und dann hieß es, dass es die im Sommer geben würde. Und jetzt ist es soweit, es gibt ein Summer Bundle und das heißt, es gibt ein gutes Angebot. Also wenn ihr euch die Sonnenschutzprodukte holen wollt, denn Sonnenschutz brauchen wir im Sommer auf jeden Fall, das ist Pflicht. Und da gibt es einmal hier die für den Körper, die 30er, die ist wirklich auch sehr schön, dann fürs Gesicht und die Aftersun. Wenn ihr euch diese drei Produkte holt, bekommt ihr diese gratis Strandtasche mit dazu. Und das ist auch mit meinem Code kombinierbar, das heißt, ihr bekommt 20% auch da drauf auf dieses Bundle und bekommt diese Tasche gratis dazu. Lohnt sich definitiv. Die Tasche ist für mich ein super tolles Andenken an Griechenland. Das war ja mein allererster Auslandsurlaub gewesen und die Tasche werde ich auf jeden Fall für immer in Ehren halten. Ich freue mich total, dabei gewesen zu sein. Ich habe immer noch schöne Gedanken daran und genau, die Produkte hatte ich ja dort da in Griechenland auch hoch und runter benutzt und die haben wirklich gut geholfen. Also wir haben ja viel in der Sonne gelegen, oben auf dem Dach und da haben wir auch die Produkte natürlich benutzt und da bekommt ihr jetzt, wie gesagt, dieses schöne Bundle mit der schönen Tasche endlich zu kaufen. Ich habe ja gedacht, im Juni ist es soweit, aber es war jetzt im Juli tatsächlich erst so. Ja, und das hier, das Angebot mit dem Spray ist halt auch ganz schön, also wenn ihr da irgendwas braucht, sichert euch die Tasche, es lohnt sich auf jeden Fall, die ist total süß. Und ich habe ja eben auch schon mal angeschnitten, Hautpflege im Sommer ist genauso wichtig wie im Winter und man sollte der Haut auch im Sommer genauso viel Feuchtigkeit geben wie im Winter, weil dort sind zwar andere Einflüsse, aber auch da braucht die Haut natürlich Feuchtigkeit. Jetzt ist es aber so, im Sommer schwitzen wir sehr viel und Menschen, die jetzt zum Beispiel wie ich eine Milchhaut haben, die neigen dann noch im Sommer durch das Schwitzen mehr dazu, dass die Poren auch vielleicht eher verstopfen oder man eher einen Pickel bekommt oder so.
Und deshalb ist es wichtig, Produkte zu benutzen mit einer leichten Textur, die nicht komedogen sind, die halt die Poren nicht verstopfen. Und da könnt ihr zum Beispiel auch auf diese Creme hier jetzt, auf die neue, zurückgreifen. Die hat ja jetzt eine leichte Textur. Oder ich benutze ja zum Beispiel immer die Hyaluron Urea Creme. Da gibt es eine leichte Textur und auch eine normale Textur. Die normale Textur benutze ich im Winter oder im Sommer für die Nacht. Und tagsüber benutze ich dann immer die leichte Textur, denn die reicht mir. Aber die spendet genügend Feuchtigkeit mit den Produkten, die unten drunter kommen. Das zeige ich euch gleich. Bietet das genug Feuchtigkeit für die Haut, um den Tag halt, dass die Haut gut versorgt ist, wisst ihr, wie ich meine. Und deshalb würde ich dann eher im Sommer, wenn ihr dazu neigt halt eben oder ihr es nicht so sticky haben wollt, auf leichtere Texturen zurückzugreifen, Gelcreme und so. Und deshalb dieses Produkt hier, ich freue mich richtig, dass sie das mit reingenommen haben, weil das eben mal was ganz Tolles ist, was mattierend ist und was eben halt auch die Haut nicht verstopft und so weiter. Ja, und genau, das ist im Sommer zu beachten. Wichtig ist, auch wenn ihr jetzt Lichtschutzfaktor benutzt, das sollte man ja eh das ganze Jahr, aber ihr solltet im Sommer, wenn ihr dann jetzt nochmal nachtragt und so weiter, das abends auch gut runternehmen. Also auch ein Double Cleansing, ein Make-up-Entferner vielleicht benutzen. Da gibt es ja bei Dalton auch einen. Oder ein Cleansing Balm. Ich benutze Cleansing Balm ausschließlich und dann mit dem Reinigungsschaum schön drüber und schon habt ihr wirklich die Haut richtig schön sauber. Ich empfehle euch im Sommer auch ein Peeling zu machen, und zwar ein Enzympeeling, nicht das chemische Peeling, das würde ich mir für den Winter, Herbst aufheben. Das ist einfach besser und da braucht ihr dann auch keine Angst haben, dass zu viel Sonne an euer Gesicht kommt. Ich würde auf jeden Fall auf das Enzympeeling zurückgreifen. Das kann man mit jedem Hauttyp verwenden. Das ist wirklich der Gamechanger schlechthin. Die Haut kann danach die folgenden Produkte, die Pflegeprodukte viel besser aufnehmen. Ihr habt einfach eine viel bessere Pflegewirkung der Produkte und die Haut wird einfach von diesen Schuppen, diesen kleinen, die man nicht sieht. Also die Haut erneuert sich ja alle paar Wochen und diese kleinen Hautschüppchen, die stapeln sich sozusagen auf der Haut und wenn man die nicht runternimmt, bildet sich irgendwann so wie so eine Lederhaut, kann man sagen, und dann geht auch nichts mehr an Pflege rein und das ist halt ziemlich schwierig, dann auch die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und das ist oft dann die Folge, dass man eine trockene, sehr dicke Haut bekommt und das ist dann oft, weil man kein Peeling macht und deshalb empfehle ich euch wirklich von Herzen das Enzympeeling von Dalton. Testet das mal aus, eure Haut wird es euch danken, ihr könnt die Pflegestoffe und alles viel, viel besser aufnehmen. Das ist wirklich eine tolle Sache und danach halt dann eben, so mache ich das ganz gern. Ich habe mir jetzt auch hier wieder nachbestellt, den Triple Hyaluron Booster, das ist mein Liebling. Ich liebe dieses Produkt, ich benutze das jeden Tag, benutze ich das und das ist auch ganz oft ausverkauft, weil ihr das auch so gern habt. Das ist der Triple Hyaluron Booster. Ich gebe mir den pur morgens nach dem Duschen einfach ins Gesicht und dann, wenn ich noch denke, ich brauche noch ein bisschen Feuchtigkeit, gebe ich mir gern den Hyaluron Urea Anti-Aging Hyaluron Serum nochmal drauf. Also Booster und Serum und dann halt einfach eine leichte Creme und dann halt noch die Sonnencreme und das reicht mir im Sommer und das spendet auch wirklich genügend Feuchtigkeit. Ja, das hier ist halt, wie gesagt, der Hyaluron Urea Hydro Boost. Das ist ein Serum, das ist so geil. Das ist so geil. Ich kann euch das wärmstens empfehlen. Das ist richtig gut. Ich benutze das auch täglich in meiner Routine. Also diese beiden Produkte sind Routineprodukte, die immer bei mir in meiner normalen Routine mit drin sind, weil es halt einfach super ist. Mit den beiden Produkten könnt ihr auch den Gua Sha Stein wunderbar anwenden. Das gleitet dann schön darüber und hier merkt man halt wirklich, dass man Feuchtigkeit bekommt. Was ihr auch machen könnt, was auch super ist für eine ölige Mischhaut, zum Beispiel die Anti-Aging Feuchtigkeitsampullen, die habe ich mir jetzt auch nochmal nachbestellt, das sind auch die ganz normalen Hyaluron Urea Ampullen. Das sind 5 Stück, die kann man aber, also mir reichen die quasi für 10 Anwendungen, weil ich eine Ampulle immer auf 2-mal verwende. Das sind für mich die besten Ampullen, die es gibt, die Hyaluron-Urea-Ampullen, die sind richtig gut. Die Q10 finde ich auch toll, aber das hier sind meine Liebsten, meine All-Time-Favorites. Und das ist wirklich eine schöne Sache, auch für den Sommer, weil die halt eben auch nicht die Haut verstopfen und die geben halt wirklich schön Feuchtigkeit. Die könnt ihr ja machen an den Tagen, wo ihr vielleicht den Booster nicht verwendet. Also zu viel muss ja auch nicht sein. Ich mache das dann immer, wenn ich keinen Booster verwende, dann benutze ich mal eine Ampulle oder so. Und ihr könnt auch, was ihr auch schön machen könnt, wenn ihr
ihr aus der Dusche rauskommt oder abends, wenn ihr jetzt Aftersun betreiben wollt, dann sprüht ihr euch nach dem Duschen, nach dem Waschen, wie auch immer, erstmal dieses Face Care Spray ins Gesicht und dann könnt ihr euch ja die neue Aloe Vera Maske, die kann ich euch mal hier einblenden, ich habe die jetzt gerade nicht zur Hand, die ist im Bad, die pinke, die könnt ihr euch ja dann auch schön abends nochmal auftragen, um eure Haut nochmal mit Feuchtigkeit zu versorgen, entweder so oder ihr geht abends hin und macht die Pink Splash Moisturizing Mask. Das ist jetzt hier die feuchtigkeitsspendende Maske, ist eine ganz normale feuchtigkeitsspendende Maske von Dalton. Die ist halt super, um einfach Hydration zu bekommen für die Haut. Und was halt auch wichtig ist, wo wir gerade bei Feuchtigkeit sind, dass ihr auch genug trinkt. Also das ist im Sommer auch wichtig, auch für die Haut. Eure Haut, ihr werdet es merken. Achtet mal drauf, wenn ihr nicht viel trinkt. Ich habe zum Beispiel die letzten 2 Tage nicht viel getrunken. Und ich merke das hier unten, unter den Augen. Ich werde trocken. Meine Haut wird insgesamt trockener und ist nicht so aufgeplumpt, wie sie sonst ist, wenn ich sehr viel trinke. Und da solltet ihr darauf achten, von innen und von außen Feuchtigkeit der Haut zu führen. Ihr werdet es mir danken, wenn ihr diesen Tipp befolgt. Also das ist wirklich richtig gut. Diese Maske ist halt eher, also das ist jetzt keine richtige Anti-Aging-Maske, würde ich nicht sagen. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Maske. Benutze ich ganz gern im Sommer. Ansonsten kennt ihr ja auch meine Lieblingsmasken. Das ist die grüne und die blaue. Und auch die Bubble-Tuchmaske. Also ich finde die Masken allesamt wirklich super gut von Dalton und kann euch die Tuchmasken empfehlen, wenn ihr mal eine besondere Tuchmaske machen wollt für einen schönen Anlass. Gerade die mit dem Soforteffekt ist einfach megamäßig gut. Was ihr dann auch machen könnt im Sommer sind die kühlenden Hydrogel-Augenpatches. Auch die eignen sich im Sommer auch sehr schön. Auch abends nochmal, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt den ganzen Tag in der Sonne gesessen und ihr braucht wirklich After-Sun-Care, dann könnt ihr auch diese beiden Produkte zusammen anwenden. Oder eben halt die Augenpatches und dann die Aloe Vera Maske. Ich finde die Aloe Vera Maske tatsächlich noch ein bisschen besser wie diese Maske, weil die halt einfach noch mehr Feuchtigkeit spendet. Und ich finde, die ist halt super schön, wenn man die auch aufs Dekolleté dann noch mit verteilen kann. Und wenn ihr euch die Augenpatches drauf macht, dann habt ihr auch wirklich eine schöne Feuchtigkeitsversorgung für das komplette Gesicht. So, und dann habe ich noch was dazu bekommen von Dalton. Und zwar ist das hier, glaube ich, auch aus recyceltem Material dein Nachhaltigkeitsgeschenk. Als Dankeschön für den Kauf unserer nachhaltigen Produkte schenken wir dir den neuen nachhaltigen Metallspatel. Also hier gibt es einen neuen Spatel. Genau, mehr über unsere Nachhaltigkeitsmission. Und dann ist hier so ein schöner, wirklich toller Metallspatel von Dalton mit dabei. Da könnt ihr euch die Creme dann auch rausnehmen. Wenn ihr so einen Tiegel habt wie hier, ist das auch ganz schön. Oder ihr könnt euch damit auch unterm Auge vielleicht das Serum auftragen oder so. Das ist ein bisschen kühlend, dieser Metallspatel. Der ist wirklich süß. Der ist neu. Ich glaube, den kriegt dann auch jeder bei der Bestellung mit dabei. Freue ich mich auch drüber. Den habe ich nämlich auch noch nicht. Ja, das sind so Sachen, die ihr halt im Sommer einfach so ein bisschen auch beachten könnt, dass ihr echt auf ausreichende Feuchtigkeitszufuhr von innen und von außen achtet. Das ist wirklich das A und O und halt wirklich gut Sonnencreme benutzt. Ansonsten ist das halt das Gleiche wie im Winter. Eine gute Morgenroutine, eine gute Abendroutine, wenn ihr die Schritte befolgt, also wirklich von der flüssigsten Flüssigkeit immer bis zur dicksten Flüssigkeit. Ich kann das ja nochmal einmal mit euch durchgehen, weil viele danach immer fragen. Also ich bin so, ich starte immer gern mit einem Spray oder halt eben mit einem Spray und dem Booster. Das wäre jetzt so, ich sage jetzt mal bei Dalton die Vorgehensweise. Erstmal das Spray ins Gesicht, dann den Booster noch oben drüber. Dann packe ich mir das Serum drauf, weil das ist ein bisschen dickflüssiger wie der Booster. Und dann, also ihr könnt das aber machen, wie ihr wollt. Ihr müsst nicht beides zusammen machen. Ihr könnt auch nur den Booster oder nur eben das Serum verwenden. Dann kommt die Tagescreme, die würde ich auftragen. Und dann kommt der Sonnenschutz. Und dann seid ihr fertig. Wichtig ist, dass ihr mit einer sehr flüssigen Flüssigkeit anfangt, ein Toner oder ein Gesichtswasser, und dass ihr dann endet mit der dicksten Flüssigkeit, die Sonnencreme. Und dann seid ihr ready. Ich habe mir noch ein paar Produkte nachbestellt, zum Beispiel, das benutze ich ja auch sehr gerne, das Sensitive Skin Anti-Aging Gesichtswasser. Das ist einfach genial, das ist so, so gut. Ich mag das richtig gern und das ist eins meiner liebsten Produkte, das kann ich euch empfehlen. Das ist auch für jede Haut wirklich gut geeignet, weil das für sensitive Haut ist und das ist einfach mittlerweile das, was ich am allerliebsten mag von Dalton. Und was ich auch richtig gern mag, ist die Comfort Clean für normale Haut reinigende
pflegende Reinigungsmilch fürs Gesicht. Ich habe jetzt momentan die für sensitive Haut, aber ich wollte die für normale Haut mal probieren. Das ist eine ganz, ganz tolle Reinigungsmilch. Hier ist Spirulina mit drin und Wasserlilie und die hat auch eine regenerierende Wirkung auf die Haut. Also das ist keine reizende Reinigung, sondern eine ganz sanfte und milde Reinigung für die Haut. Das ist wirklich auch ein sehr schönes Produkt. Also die Reinigungsmilch kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr so ein bisschen sensibel seid. Ja, das ist auch so ein bisschen mein Nachschub von Dalton. Also das ist alles das, was ich jetzt wieder neu brauche, weil ich das wirklich oft auch benutze. Und zum Schluss habe ich mir noch nachbestellt. Das kennt ihr ja von mir schon. Das ist ein Geheimtipp. Also auch im Sommer ist es jetzt für die Körperhaut, wenn wir jetzt nur mal von der Haut für den Körper sprechen, auch wichtig, dass wir uns peelen. Und da gibt es dieses Ingwer-Meersalz-Körper-Peeling-Spa Deluxe. Und das riecht so mega gut. Das ist einfach toll. Das ist für den Körper richtig schön. Das riecht so richtig mega nach Ingwer. Also für den Körper ist das sehr schön, aber auch als Geheimtipp für die Hände. Also ich stelle mir diesen Titel immer ans Waschbecken und da ist immer so ein Spatel mit dabei. Und dann könnt ihr euch das rausnehmen mit und dann könnt ihr euch schön zwischendurch, das mache ich ganz gerne, ich gehe dann ins Bad und dann gönne ich mir einen kurzen Wellness-Moment, peele meine Hände schön, also das könnt ihr auch mit einem anderen Peeling machen, also ich finde aber Dalton eignet sich besonders gut, weil der Duft erstens mal mega ist und ihr super schön gepflegte Hände danach habt oder halt von Rituals, wie ihr wollt, also das gibt ja viele Marken, die das anbieten. Ist aber sehr, sehr schön. Und das hier ist halt, Dalton ist halt immer was Besonderes. Und ich finde, ich zelebriere das dann immer. Ich mache das dann im Bad. Und dann peele ich meine Hände nach dem Waschen nochmal schön. Und dann habe ich danach schön duftende Hände. Und meine Hände werden halt schön sauber. Und das ist auch schön für die Nagelhaut. Man hat nicht so trockene Nagelhaut. Dann ist auf jeden Fall so ein Geheimtipp von mir. Benutzt das als Handpeeling. Und ihr könnt euch ja dann auch immer das Teil mit in die Dusche stellen. Wenn ihr jetzt eure Beine oder euren Po oder so peelen wollt, dann nutzt das auch in der Dusche. Das ist auf jeden Fall ein sehr luxuriöses, wirklich sehr schönes Peeling. Das lohnt sich. Und auch die Body Butter ist super. So die Körperpflegeprodukte kann ich euch auch empfehlen. Genau, und jetzt für den Sommer, was ich halt auch schön finde, die Aftersun Body Lotion, die müsst ihr ja nicht unbedingt als Aftersun benutzen, sondern die könnt ihr auch so benutzen. Das ist eine sehr leichte Body Lotion, die halt auch im Sommer sehr schön Feuchtigkeit spendet und die nicht klebt. Also die ist wirklich schön. Ich will gerade mal gucken, hier ist auch ein Wirkstoffkomplex mit drin, der eben regenerierend wirkt. Zur Pflege der Haut und Schutz vor freien Radikalen wirkt der Hautalterung entgegen und beugt Sonnen- und Altersflecken vor. Also da habt ihr halt auch noch so ein bisschen Vorbeugung, dass ihr da keine Flecken in der Sonne bekommt. Genau, das waren so meine Tipps gewesen für den Sommer. Also achtet wirklich auf genug Feuchtigkeit, setzt euch nicht zu lang und zu viel in die Sonne und wenn, tragt ordentlich Sonnenschutz auf und wenn ihr den aufgetragen habt, nehmt ihn abends wieder sehr gut runter, damit ihr nicht verstopft irgendwie. Aber bei Dalton ist das eh super, die Produkte haben tolle Inhaltsstoffe, die Creme wurde nochmal komplett überarbeitet, die Sonnencreme und die ist echt genial. Die gibt es ja auch für ölige Mischhaut und es gibt hier die normale. Das ist jetzt einmal die normale. Die für ölige Mischhaut habe ich am liebsten, weil die halt einfach zu meiner Haut am besten passt. Aber wie gesagt, macht ihr euren eigenen Produktfinder-Fragebogen mal. Das ist unten verlinkt. Ich lasse euch das mal alles unten drin, auch zu den Angeboten, damit ihr da direkt hinkommt. Und nutzt gerne meinen Rabattcode. Wie gesagt, ihr könnt 20% sparen. Der Code ist Affiliate. Das heißt, ich verdiene eine kleine Provision da dran, wenn ihr über mich was bestellt. Genau, so ist das. Ich sage schon mal Dankeschön. Dankeschön, dass ihr hier wart und mir zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Video ein bisschen was mitnehmen. Mir ist das immer so, wie soll ich denn sagen? Ich denke immer, das sind Themen, die interessieren euch vielleicht nicht, aber ich bekomme so oft Fragen zur Hautpflege und gerade auch was diese Sachen angeht, bekomme ich oft Fragen und dann merke ich doch immer wieder, dass ich vielleicht doch mehr weiß, was ihr vielleicht nicht wisst und deshalb freue ich mich immer, wenn ich dann meine Erfahrungen, mein Wissen und so weiter an euch weitergeben kann, auch wenn das nur Kleinigkeiten sind oder eine Sache, die ihr aus dem Video mitnehmt, die ihr vielleicht jetzt in eurer Routine umsetzen könnt, dann freut mich das einfach, dass ihr dann vielleicht eine bessere Routine habt und eure Haut besser wird. Ich bekomme täglich Nachrichten von euch auf Instagram, da könnt ihr mir auch gerne folgen, wo ihr mir schreibt, dass eure Haut besser geworden ist, dass ihr euch freut, dass ihr endlich eure passende Hautpflege gefunden habt. Ich bin sehr dankbar für diese Nachrichten, weil dann weiß ich, dass ich was Gutes getan habe und euch vor allen Dingen auch was Gutes getan habe. Das ist einfach schön zu wissen, dass es bei euch dann auch funktioniert und nicht nur bei mir, weil also ich kann ja immer nur davon reden, was bei mir gut funktioniert, aber das heißt nicht, dass es bei euch gut funktioniert. Ihr müsst dann auch so ein bisschen euren Weg finden, aber ich denke, mit dem einen oder anderen Tipp könnt ihr dann doch was anfangen.
Ja, jetzt verabschiede ich mich. Lasst mir super gerne ein Däumchen nach oben da, abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und jetzt sage ich ciao, bis zum nächsten Mal, eure Nicole. I don't wanna change.